Wir sind SLK, Schwarz-Rot-Kollaps. Ja, wofür stehen wir? Ja, wir sind theoretisch die Gruppe, die daran erinnern soll, dass es auch mal anders ging. Dadurch, dass wir uns auf die Fahnen schreiben, ewig gestrig zu sein, haben wir auch noch ganz gut in Erinnerung, welche sozialen Kämpfe denn vor Jahrzehnten geführt wurden und welches Menschenbild damit einhergeht, und stehen im Grunde genommen eben von der Abkehr dieser ganzen Convenience, Bequemlichkeit, sprich Politikverdrossenheit ist so unser Steckenpferd. Hochschulpolitik ist eine Farce, dadurch, dass ADF und RCDS ja schon seit vielen, vielen Jahren hier sehr viel Politik machen. Politik? Politik, welche Politik? Ja, und genau, diese konservativen Gruppen, die nehmen eben diesen Artikel 20 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes eben nicht so ernst. Da geht es nämlich um ein mögliches allgemeinpolitisches Mandat. So, gucken wir mal, wo wir in der Uni stehen. Allgemeinpolitisches Mandat, da passiert ja nicht viel. Die Universität ist Teil der Gesellschaft und deswegen muss sie sich auch allgemein positionieren. Ja, und das, was hier an der Uni passiert, ist Bullshit, weil das keine Hochschulpolitik ist, sondern einfach nur Surface-Scheiße. Ja. Und ich will gar nicht so viel Scheiße sagen, weil wir sind ja ziemlich seriös. Und ja, ich bin ziemlich. Genau, progressive Politik braucht keine blöden Hochschulparteien, die sich irgendwelchen Quatsch auf die Fahnen schreiben. So wie, wir sind serviceorientiert und neutral, weil wer politisch neutral ist, reproduziert die ganze rechte Scheiße. Ja, schon wieder und Scheiße. Strukturkonservativ. Strukturkonservativ bedeutet, den politischen Prozessen ausgeliefert zu sein. Das haben lange genug Gruppen bewiesen. Die größten Gruppen hier an der Uni haben das bewiesen, jahrzehntelang. Was machen wir nächstes Jahr? Wir machen auf jeden Fall bessere Waffeln während der Wahlkampfzeit als die ADF. Sollten wir danach dann die Möglichkeit haben, den Aster mitzustellen, werden wir auf jeden Fall mehr Unterstützung für Geflüchtete an der Uni und auch außerhalb leisten, als es der Aster jetzt gerade macht. Die geflüchteten GasthörerInnen zum Beispiel haben gerade überhaupt kein Mandat an der Uni und werden irgendwie zwischen verschiedenen Taskforces hin und her gereicht. RSAK würde sich neben diesem geflüchteten Mandat im ASTA sicherlich auch dafür einsetzen, an das interdisziplinär mit den Flüchtlingsunterkünften in Göttingen zusammengearbeitet wird, bestimmt auch mit der Stadt, bestimmt auch mit der Stiftung des Studentenwerks, bestimmt auch mit der Stiftung der Uni. Und dass die ganze Kacke aber auch einfach mal unbürokratischer abläuft und nicht immer an irgendwelchem Papiergedöns scheitert, wie es gerade noch ist. Wohnraum wäre natürlich auch so eine Sache, die mit einem ASTA mit Beteiligung auch wieder irgendwie mehr in den Fokus rücken würde. Und auch das Stilbruch, dass da irgendwie eine vernünftige Unterstützung zwischen ASTA und Stilbruch laufen würde. Ja, SRK steht für Satire, die Abkehr von diesen ganzen konservativen Convenient-Geschichten. Bequemlichkeit nennt sich das. Wieder was noch gelernt. Kunst und Kultur als Medium, vor allem die Kunst, Surrealismus, LSD, Psychoanalyse, liegt alles ganz nah beieinander und ist für die normalen Studis auf jeden Fall alles meilenweit entfernt. Die halten jetzt immer noch drauf. Ja. Und jetzt